Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Das Wort Gottes ist wie ein Rettungsseil, an dem wir uns festhalten können. Wenn ein Ertrinkender ein Rettungsseil hat in der Hand, braucht er keine Angst mehr zu haben. Und auch wir brauchen keine Angst haben, weil wir das Wort Gottes haben. Und das ist für uns Hilfe in jeder Not. Hoffnung um 12. Heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute zum Thema Wertschätzung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wie ich das letzte Mal schon sagte, wollen wir einiges betrachten aus dem Leitfaden Alltagsveränderer. Und heute ist da die Wertschätzung dran. Und die Wertschätzung, das ist was ganz Besonderes. Menschen wertschätzen. Und wir erfahren so viel, dass Menschen oder wir alle immer die Fehler gezeigt bekommen. Das hast du falsch gemacht, da bist du zu schnell gefahren, da hast du das, da hast du jenes und mach das nicht mehr und so weiter und so fort. Jesus macht uns das vor. Wie alles, was eigentlich gut ist, macht uns Jesus vor, er hat Menschen Wertschätzung erwiesen. Er ging zu den verkehrtesten Leuten, zu den Sündern, und wir lesen in der Bibel, und er wurde dafür auch angeklagt, dass er immer zu den Leuten geht, die eigentlich so viel falsch machen. Und er hat sie durch seine Gegenwart wertgeschätzt, und diese Wertschätzung brachte den Menschen Veränderung. Die waren bereit zu verändern, ohne dass er sagte, verändert euch und ihr macht alles falsch, sondern er hat Wertschätzung dargebracht. Und das ist ein gutes Beispiel, wie wir es auch tun sollten. Menschen wertschätzen. Und gerade die, bei denen wir nichts sehen, was man wertschätzen kann. Und ich sage dir, suche ein Detail, ein kleines Detail, wo du einen Menschen wertschätzen kannst. Wenn du sagst, ach, der ist total verkehrt, der macht alles und ich kann da überhaupt nichts wertschätzen. Schau mal, vielleicht hat er schöne Schuhe an oder irgendwie duftet er gut oder sie oder was auch immer, eine Kleinigkeit, wo du sonst nie wertschätzen würdest und sag, wow, sie riechen aber heute gut oder sie haben aber schöne Schuhe an. Und du wirst sehen, wie das Leben des anderen verändert. Herr, ich danke dir dafür. Schenk uns wirklich einen Blick für Wertschätzung in unserer Gesellschaft, für Menschen, die wir vielleicht nicht mal kennen oder die wir überhaupt nicht so schätzen, weil sie in unseren Augen verkehrt laufen. Lass uns ein Werkzeug sein, in dem wir Wertschätzung Menschen gegenüber darbringen. Nicht, dass wir zu falsch richtig sagen, das ist nicht die Sache, was du möchtest, aber dass wir das wertschätzen und ist es noch so gering, Herr, und Menschen die Liebe zeigen, die in uns ist. Danke. Amen. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe und hier geht's um einen Kinderwunsch. Liebes Gebetsteam, möchte euch bitten, für meine Cousine zu beten. Sie und ihr Mann versuchen schon so lange Kinder zu bekommen und es klappt nicht. Bitte betet dafür, dass ihr Wunsch in Erfüllung geht. Danke euch. Meine Tante hat Gallenprobleme. Bitte betet auch dafür. Jesus, und wir danken dir, dass du dieses Ehepaar kennst, die sich so sehr ein Kind wünschen. Und ich danke dir, dass du ihnen ganz nahe bist und dass du diesen Wunsch in Erfüllung gehen lässt, dass du es einfach geschehen lässt. Und ich danke dir, dass du auch die Ursachen beseitigst, da wo Ursachen sind. Und ich danke dir, dass sie wirklich ein wunderbares Kind, dass du ihnen ein wunderbares Kind schenkst. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch über diesem Ehepaar. Und ich danke dir, dass sie in deiner Hand sind. Und ich danke dir auch für diese Tante, die Gallenprobleme hat. Auch dafür bist du ans Kreuz gegangen. Und ich danke dir, dass diese Galle wieder vollständig hergestellt wird und dass du da eingreifst. Du kennst die Ursachen und ich danke dir, Jesus, dass du jegliche Ursache ausräumst. In Jesu Namen. Amen. Amen.
und eine Frau bittet um Gebet. Ich habe bereits einen langen Weg hinter mir. Seit 2014 kämpfe ich gegen den Krebs mit der Option unheilbar. Nach wie vor bekomme ich alle 14 Tage palliative Chemotherapie. Leider habe ich unheilbare Leber- und Lungenmetastasen. Die Chemo hält sie in Schach. Einmal wachsen sie, dann gehen sie wieder zurück, je nach Therapie. Mein Körper hat keine Kraft mehr. Deshalb möchte ich Sie von Herzen bitten, für mich zu beten. Vielen Dank. Jesus, und ich danke dir, dass du diesen Körper wiederherstellst, dass deine Kraft in diesem Körper mächtig wird und dass alle Leber- und Lungenmetastasen oder Tumore einfach wirkungslos sind, dass sie austrocknen im Namen Jesu. Und ich danke dir, Jesus, für vollkommene Heilung für diese Person. Danke, Jesus, dass du deine Kraft in ihr wirklich lebendig und großartig tust und machst und wiederherstellst und durchfließt und reinigst. Und danke, Jesus, dass du diese Person vollkommen heilst und dass sie in deiner Hand ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. Hallo ihr Lieben, heute bitte ich im tiefen Glauben um Gebet für eine besonders liebe Person. Sie hat bereits im Leben sehr viel Leid und Schmerz erlebt. Vorgestern erhielt sie die Diagnose Tumormetastasen in Knochen und Lunge. Sie hat große Schmerzen. Danke für eure Gebete und für euren Einsatz, besonders in diesen schweren Zeiten. Ja, dafür möchten wir beten. Danke, Herr, dass du jetzt diesen Schock und diese Nachricht, Herr, weißt. Und ich danke dir dafür, Herr, du kennst Tumormetastasen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für alles ans Kreuz gegangen bist. Herr, ich danke dir, Herr, für Heilung. Danke, Herr, dass dieser Tumor, die Metastasen zu verschwinden haben, in deinem Namen Jesu. Und danke, Herr, dass Wiederherstellung da ist. Herr, dass Reinigung, reine Zellen, Herr, wir befehlen in diesen Körper und deine göttliche Normalität. Herr, lass diese Person ein Wunder erleben, Herr, in ganz wunderbarer, neuer Dimension. Danke, Herr. Amen. Amen. Ein Mann hat dieses Gebetsanliegen. Liebes Gebetsteam, ich leide seit 2,5 Jahren an einer depressiven Störung mit Zwangsgedanken, Grübelzwang und Panikstörung. Ich habe immer wieder eine üble Glaubenskrise und gleichzeitig so eine Sehnsucht, Gott in meinem Leben zu erfahren. Ich bitte herzlich um euer Gebet. Vielen Dank. Danke, Herr. Oh Herr, komm mit deinem tiefen Frieden in diesen Menschen hinein. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass all das Schlechte, all das Unmögliche, Herr, was auch Depression verursacht, Herr, dass es verschwindet, Herr, lass ihn erkennen und lass ihn proklamieren, lass ihn bezeugen, Herr, deine Größe und Herr, lass ihn erkennen, die Identität, die er in dir hat. Ich danke dir dafür, lass es wunderbar geschehen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass er deine Nähe verspüren kann und dass alles, was depressiv ist, Herr, alles Negative verschwindet in Jesu Namen. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen und hier geht's um eine Heilung von Allergien. Ich möchte von einer Gebetserhörung berichten. Bei unserem kleinen Sohn wurde mit 1 Jahr im Krankenhaus verschiedene Allergien diagnostiziert. Er und sein Bruder kämpfen schon seit ihrer Geburt mit ständig wiederkehrenden Bronchitiden. Beide waren mehrmals stationär im Krankenhaus. An der letzten Gebetsnacht habe ich ganz stark für die beiden gebetet. Am 8.4. hatten wir eine Kontrolluntersuchung beim Kinderarzt. Unser kleiner Sohn hat keine Allergien mehr. Alles war negativ, alles ist weg und unser Ältester konnte alle Medikamente, unter anderem Cortison, absetzen.
Ich danke Gott für diese unglaubliche Heilung. Da freuen wir uns mit. Wunderbar. Und eine Frau schreibt uns von einer Heilung der Bauchspeicheldrüse. Meine Mutter hatte Bauchspeicheldrüsenentzündung. Sie war todkrank und kam als Pflegefall vor Weihnachten nach Hause vom Krankenhaus. Durch Gebete auch von euch wurde sie komplett geheilt. Sie nimmt keine Medikamente mehr und versorgt sich selbst. Ihren 80. Geburtstag konnte sie zur Ehre Gottes feiern. Es ist ein Wunder. Vielen Dank. Ja, Gott tut auch heute noch Wunder. Ja, hast auch du ein Wunder erlebt? Ein großes oder ein kleines? Lass es uns wissen auf die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Schick uns einfach ein Filmchen oder schreib uns das, was du erlebt hast. Und das ist so wunderbar. Wir haben auch gerade gehört, das eine von der Gebetsnacht. Wir werden wieder in diesem Monat eine haben. Am 26. September um 14 Uhr, weil wir sie nur übertragen, nicht hier im Haus mit Leute haben, sondern wir werden es übertragen. Um 14 Uhr sei mit dabei. Ja, heute der Tipp des Tages. Wir haben das Thema heute gehabt, Wertschätzung. Dir fällt bestimmt ein Menschen ein, der in deinem Umfeld ist, dem du heute begegnest, wo du sagst, da kann ich nichts wertschätzen. Geh ins Gebet, lass dir zeigen, eine Sache, wo richtig gut ist an ihm oder an ihr, vielleicht eine Kleinigkeit, und übe Wertschätzung. Du wirst überrascht sein, was das für ein Segen ist. Sende uns deine Anliegen und auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und auch heute wieder der Leitfaden Alltagsveränderer kannst du gerne haben. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Und auch heute die Info. Die Predigt über den Alltagsveränderer findest du in YouTube unter die drei Veränderungswunder. Sei gesegnet und einen schönen Tag. Alles Gute, der Herr sei mit dir. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.